Wenn du eine Karibik-Kreuzfahrt gebucht hast, Dominica auf der Route liegt, du noch nicht ganz genau weißt, was du machen kannst, dann bist du in diesem Video hier genau richtig. Jetzt geht es gleich um einen Ausflug auf eigene Faust auf Dominica. Ich erzähle dir, was ich unternommen habe, was ich dir empfehlen kann und wie meine Eindrücke waren. Ja, das heutige Thema Dominica auf eigene Faust. Ich war im Februar auf Dominica und hatte die Möglichkeit gehabt, diese wunderschöne Insel nochmal besuchen zu dürfen. War bereits schon zweimal dort und ja, in diesem Jahr nochmal Dominica und ich saß am Frühstückstisch, wusste, mein Nachmittagsausflug, der beginnt erst am Nachmittag und ich dachte mir, was mache ich heute noch? Irgendwas will ich heute noch machen, bevor es dann heute Nachmittag losgeht. Und habe so ein bisschen in der Gegend herumgeschaut und habe dort in der Ferne ein weißes Kreuz gesehen. So, das weiße Kreuz fand ich irgendwie sehr interessant und habe dann mein Handy rausgeholt und habe dann einfach mal danach gegoogelt. Und dieses weiße Kreuz war ein Aussichtspunkt, ein Viewpoint. Dieser Viewpoint war noch ein bisschen höher gelegen, als ich zu dem Zeitpunkt saß. Und das war ungefähr auf Deck 9. Von daher wusste ich schon, okay, es könnte vielleicht ein bisschen anstrengender sein. Naja, gesagt, getan, habe ich mir die Route rausgesucht, bin auf die Kabine gegangen, habe meine Tasche gepackt, habe nochmal kurz den Ausblick genossen zu dem Viewpoint, habe die Kamera gepackt und bin einfach losgegangen. Einfach quer durch die Stadt durch, vorbei an den ganzen Touristenguides und Taxis Richtung Botanischen Garten, der mir schon mal als erstes ein kleines Highlight beschert hat, denn die Einheimischen haben aus diesem Botanischen Garten wirklich was richtig Schönes gezaubert, wie ich finde. Sehr gepflegt, sehr ordentlich, sehr bunt. Toll angelegt, war wirklich schön anzusehen. Dort ging es einmal durch, immer weiter geradeaus, zu einer auch sehr schönen Treppe. Warum war die Treppe toll? Treppe ist doch eigentlich nichts Besonderes. Aber die Treppe, ja, die war irgendwie so urig. Die war so dschungelmäßig umschlungen, links und rechts Büsche. Hier und da ein Baum, das sah alles sehr urig aus und gefiel mir sehr. Naja, diese Treppe ging es dann hoch. Oben gab es dann auch den ersten Wegweiser, der mir dann gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg war. War mir zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht ganz sicher, weil ich kein Internet hatte und mir die Karte nur abfotografiert habe. Aber ich war auf dem richtigen Weg. Und die zweite Erkenntnis war, der Weg ist ja sehr holprig gewesen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein bisschen stolprig, war halt nicht bepflastert oder gepflastert, auch nicht geteert, also das war halt alles sehr uneben. Ja, nichtsdestotrotz ging es dann immer weiter und der Weg erinnerte mich tatsächlich so ein bisschen an Herr der Ringe. Weiß auch nicht warum, aber gab es so ein paar so leichte Tunnel und dann so die Treppen und so, das sah alles so urig aus und gefiel mir sehr. Und es geht immer weiter nach oben. Oh, also bisher kann ich das echt nur empfehlen, für alle, die hier geplant haben, hier mal hochzulatschen, hochzuwandern. Bombastisch, wirklich. Geile Aussicht. Ich sehe jetzt schon so ein bisschen, was im Hintergrund abgeht. Meine Fresse, ey. Hat sich auf jeden Fall gelohnt hier bisher. Und ich bin noch nicht mal oben. Ich zeig das mal. Personen, glaube ich, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, sollten vielleicht darüber nachdenken, sich ein Taxi zu holen oder einen guten Partner zu haben, der einen nicht anschnauzt. Oder eine Menge Zeit mitnehmen, aber man befindet sich ja im Urlaub, von daher sollte Zeit ja das geringste Problem sein. Ja, die Hitze, muss ich sagen, wie gerade eben schon im Video erwähnt, die Hitze, die macht einen doch sehr zu schaffen. Sehr vielleicht nicht, aber ein bisschen ist nicht zu unterschätzen. Also ist halt karibisch warm und dann der Aufstieg, man kommt auf jeden Fall ein bisschen ins Schwitzen. Es ging auf jeden Fall immer weiter geradeaus. Man schlingelte sich dann so diesen Berg hinauf und oben strahlte mich dann dieses weiße Kreuz an, das dann doch sehr, sehr groß emporragte. Sah schön aus. Ja, und zur rechten Seite dann, also zur linken war das Kreuz und zur rechten Seite war dann dieser wunderschöne Ausblick über die Stadt, aufs Meer und aufs Schiff. Also es war echt eine
wirklich, wirklich schöner Ausblick, den ich dann auch eine Zeit lang dort genossen habe. Nach 30 Minuten bin ich jetzt hier endlich angekommen. War doch relativ anstrengend mit der Wärme und der Anstieg, der ist nicht zu unterschätzen. Also von daher, aber es lohnt sich hier. Wer jetzt sagt, oh nee, ich möchte nicht so gerne zu Fuß hoch, der hat auch die Möglichkeit, dort sich ein Taxi zu nehmen. Das ist auch alles gar kein Problem, denn die Straße, die war jetzt gar nicht so weit entfernt. Auf dem Rückweg möchte ich euch noch ans Herz legen, doch diesen kleinen Markt dort zu besuchen. Ja, vielleicht habt ihr noch mal $1-2 übrig und findet dann noch irgendwas. Die Leute freuen sich und von irgendetwas sollen die Leute ja auch leben. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp gefallen, vielleicht auch inspiriert. Schaut einfach mal nach. Unten in der Videobeschreibung steht der Name des Viewpoints. Müsst ihr einfach nur ins Handy eintippen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, ich stelle hier demnächst noch mehrere Ausflüge vor. Auch Ausflüge auf eigene Faust. Abonniert gerne den Kanal. Ansonsten sage ich mal, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.